Ja, hallo meine Lieben. Ich weiß, ihr ärgert euch drüber, dass ich immer nur so teure Wohnungen zeige, wie auch diese Duplex, die gleich kommt. Die hat ja so viel zig Sachen, ob es Indoor-Pool ist, also Winterpool, außen Superpool mit Rutsche und Hammam und alles Mögliche und 5 Zimmer und 3 Bädern. Werdet ihr gleich sehen, ich werde es ja hier gleich zeigen. Manche haben aber halt nur Geld für was ganz Normales, vielleicht so sagen wir mal so 800 Lira oder noch weniger Miete im Monat. Also um die 100, 120 € Miete im Monat. Aber manche wollen sowas, aber wollen nur 100 Lira, 100 € zahlen. Das geht natürlich nicht. Trotzdem werde ich die nächsten Videos jetzt günstigere Wohnungen suchen, die halt nicht so top sind und auch kein Neubau und Erstbezug sind. Dann dürft ihr halt aber auch nicht jammern. Okay? Also, dass ihr Bescheid wisst, jetzt erstmal wieder was top Schickes, teureres, leider. Und die nächsten Videos kommen aber auch mal was günstigeres, okay? Versprochen. Ja, zu dieser Anlage gehört dieser geile Pool mit der Rutsche, mit der Wasserrutsche. Indoor Pool ist hier, Hammam ist hier, Sauna ist hier. Dazu gehört auch noch das hier. Ja, das hier, Leute. Zwei Poolbillards kann man reservieren sich und man hat auch extra ein Café da drüben für die ganzen Anwohner. Herrlich, ich sag's euch, herrlich. Okay, wer Lust hat, meldet sich. Danke. So, und jetzt in diesem gleichen Gebäude mit dem Pool und so weiter haben wir im Nebengebäude, was zusammengehört, etwas Wunderschönes. Hier haben wir ein Zimmer mit Toilette und Bad und diese Aussicht. Das ist das Schwimmbad, Parkhaus, das ist alles euers. Da vorne ist, da ist ein Kino, da ist ein Kino, euer eigenes Kino, kostenlos. Hier vorne ist der Pool, wo ich gesagt habe, das ist die Aussicht von hinten. Das war mal Zimmer Nummer 1. Habt ihr das Zimmer schon gesehen da? Da war noch ein verstecktes Zimmer. Na, da ist ein verstecktes Zimmer. Hier haben wir nochmal ein Bad, Dusche, Bad. Dann haben wir hier Küche. Wunderschöne Küche. Wunderschöne Küche. Dann haben wir hier Meerblick mit einem riesen Balkon. Mit einem riesen Balkon und diese Aussicht. Wasser für die Pflanzen, braucht ihr nicht extra herschleppen. Hier haben wir nochmal eine Art Mini-Balkon. Wunderschöne Wohnung, wunderschön. Hier haben wir nochmal ein Zimmer. Hier haben wir nochmal ein Zimmer, nochmal ein Balkon. Das ist euer Pool, das ist euer Hammam. Hier ist euer Kino. Okay? Sehr gepflegt die Anlage, also Luxus, meine Damen und Herren, Luxus. Also jetzt haben wir 1, 2, 3 Zimmer. Hier unten. 3 Zimmer unten. 2 Bäder unten. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Dann haben wir hier nochmal ein Zimmer mit Terrasse. Nochmal mit Bad. Boah, das Zimmer ist groß, ne? Ach Leute, gönnt euch doch mal sowas. Hier hast du Sonne, schau, hier hast du Sonne. Da legst du dich hin. Boah, Terrasse, Hammer Terrasse. Hä? Sowas in Deutschland, hä? 2.000 € ohne Pool und ohne Strand. Mit Burgblick. Mittlerweile schon. Schon, ne? Mittlerweile. Also gefallen tut es euch schon, aber es ist halt zu groß, ne? Absolut. Okay, gut. Da müssen wir nur so viel sauber machen. So ist es. Gut, dann checken wir noch ein paar andere Wohnungen ab für euch. Aber schön sind sie schon, oder? Sehr schön. Gut, aber halt zu groß, ne? Zu groß. Ja, das ist jetzt Zimmer Nummer 4, 5 und voll die großen Zimmer, ne? So ist es. Die wenigsten Türken können das bezahlen. Stimmt. Oh, da wohnen auch Deutsche, ja?
schön. Also die Aussicht ist schon genial. Ne? Ja. Na, hier kommt noch ein Haus hin, Herr Nemann. Mhm. Da. Das fehlt noch. Schöner Auto. Ja, wer weiß, in 5 Jahren, 10 Jahren vielleicht. Aber in Kestel haben wir ja 5 Stockwerke für Boot, ihr wisst ja. Deswegen wollte ich ja Kestel. Schau, wie schön er da Terrasse gemacht hat, der eine. Das ist der Deutsche, das weiß ich, weil er deutsche Flagge immer hinhängt. Ja. Na wirklich, das ist... Den wollten wir schon gleich anzeigen als Nazi, ne? Aber das war Spaß, das war Spaß. So. Super.